Hallo ihr Lieben, ich war soeben bei McDonald's. Der Plan war eigentlich, mir ein Fastfood-Frühstück zu holen. Allerdings kam ich 20 Minuten zu spät, weil anscheinend schon das Mc's-Frühstück ab 10 Uhr dicht macht quasi. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Warum macht man um 10 Uhr schon das McDonald's-Frühstück weg quasi in dem Sinne? Wer isst denn bitte schon um 10 Uhr Burger, oder? Ich find's richtig krass. Jedenfalls musste ich jetzt spontan werden, habe mir also einen Regenbogen-Donut gekauft, zeige ich euch gleich nochmal genauer. Dann haben wir hier einmal so einen veganen Apfelkuchen, den wollte ich eh schon immer mal probieren. Habe ich mir einmal vom McCafé mitgenommen. Viel mehr, was mich da angesprochen hat, gab es da auch nicht, deswegen verzeiht mir es. Habe ich mir noch eine Käselaugenstange beim Aldi hier nebenan gekauft. Und das werden wir frühstücken. Vielleicht jetzt nicht das gesündeste Frühstück und entspricht auch nicht den derzeitigen bzw. heutigen Instagram-Fitness-Klischee-Vibes, muss ich sagen. Das hat mich nämlich vor allem motiviert, heute dieses Video zu drehen. Wir werden heute den ganzen Tag nur Fastfood essen. Ich habe mich am Dienstag mit einer Freundin getroffen in einem Café und irgendwann haben wir dann wirklich so den größten Deep Talk geführt. Das war so schön und auch ein Thema davon war Instagram bzw. die Fitnesswelt in Instagram. Es ging einfach schlichtweg darum, dass meine Freundin auch meinte, es ist einfach ermüdend zu sehen, tagtäglich Stories zu gucken von irgendwelchen Fitnessmodels oder Fitness-Influencern, wie auch immer, jeden Tag ansehen zu müssen in den Stories, dass die Sport machen wie eh und je, dass da nicht ein ungesunder Snack oder Gericht oder sonst irgendwas dabei ist. Man fühlt sich einfach jedes Mal, wenn man es will oder nicht, schlecht. Es lässt einen unwohl fühlen, es lässt einen irgendwie schlecht fühlen, obwohl es dazu keinen Grund gibt. Und sie meinte auch irgendwann, dass sie bestimmten Influencern entfolgt ist, weil sie einfach eine schlechte Stimmung gegeben hat. Sie hat sich zum Glück nicht in dem Sinne davon beeinflussen lassen, dass sie auch so gegessen hat. Sie meinte, sie hat sich nach wie vor super gerne ihren Crepe genehmigt oder ein Eis oder was auch immer. Das hat sie trotzdem noch gern gegessen. Aber jedes Mal, wenn sie dann wieder so eine Story gesehen hat, war sie so, es muss einfach nicht sein, dass sie sich so schlecht fühlt, obwohl sie in dem Sinne nichts Schlechtes macht, wenn sie sich mal was Süßes zur Abwechslung gönnt. Und ich finde wirklich, dass du heutzutage wirklich gefühlt die Nadel im Heuhaufen suchen musst, im Verhältnis von, dass du mal einen ungesunden Snack oder mal einen Mc's-Burger in irgendeiner Story siehst, ist wirklich sehr, sehr selten geworden. Müssen wir mal alle ehrlich sagen. Wir sehen nur noch die Granolas, wir sehen nur noch die gesunden Smoothie-Bowls, die gefühlt nur noch aus Obst und Wasser bestehen. Ansonsten haben sie ja viel Kalorien. So, ihr wisst, was ich meine. Es ist halt einfach, es ist also einfach nur mega ermüdend, das jeden Tag sehen zu müssen. Und darüber haben wir geredet. Das hat mich auch nochmal ordentlich zum Nachdenken gebracht, weil ja, es wirklich alle betrifft irgendwie. Wir sitzen alle im selben Boot und es ist einfach schön, auch mal darüber zu sprechen, dass sich nicht alle davon in dem Sinne nicht blenden lassen, aber davon direkt beeinflussen lassen, das auch genauso tun zu müssen. Und ich mag euch jetzt aber auch um Gottes Willen nicht mit diesem Video sagen, Freunde, esst jeden Tag bitte Fastfood von morgens bis abends, sondern ich möchte euch einfach auch mal wieder das Gefühl geben, es ist in Ordnung. Wenn ihr jetzt genau Bock habt, zu McDonald's zu fahren, dann tut es und lasst euch nicht von diesen möchtigen Influencern so beeinflussen. Bitte nicht. Hört einfach auf das, was euch schmeckt. Ich meine, es gibt auch Leute, die mögen kein Fastfood. Also das ist natürlich auch völlig legitim, wenn ihr es nicht mögt, aber es geht darum, schmeckt es euch nicht oder macht ihr es nicht, weil ihr euch dann danach schlecht fühlt im Kopf. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, ja, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Wir schlemmen jetzt los und ich freue mich. Ich freue mich sehr, heute mit euch den Tag zu verbringen. Ich würde sagen, wir essen zuerst deftig, oder? Ja, wir essen zuerst deftig. Weil die immer noch nicht probiert hat, do it. Käse-Laugenstange vom Aldi, 49 Cent. Lecker und günstig. Alles, was wir brauchen. Eigentlich sollte mein deftiges Frühstück ein Bacon Toasty mit Egg werden, sodass ich den Bacon natürlich abbestelle. Und mit Käse. Der sah aber erstens eh auf dem Bild super eklig aus. Und zweitens gibt es den, wie gesagt, eh nicht. Und teuer war er auch. Von daher ist es eine Win-Win. Es ist lecker, vegetarisch und günstig. Um nochmal auf das Thema jetzt von eben zurückzukommen. Bei mir ist es tatsächlich so, ich besuche schon noch ab und zu die Seiten von Fitness-Influencern, weil ich halt irgendwie zum Glück so no fucks gebe. Wirklich. Es ist halt einfach so, ich gucke mir das wirklich an und das solltet ihr auch, um euch inspirieren zu lassen. Weil ich muss sagen, gewisse Smoothie-Bowls sehen halt auch mega lecker aus und die kann man natürlich auch mal machen. Zum Inspirieren sollte ja auch allgemein eine Plattform dienen, aber nicht, um deren Lebensweise auf einen zu übertragen, wisst ihr? Deswegen
wenn ihr euch inspirieren lasst, in dem Sinne, dass ihr gerne was nachmacht, aber trotzdem nicht, wie gesagt, deren Lebensweise auf euch kopiert und das dann zwanghaft esst und quasi von eurer alten Essensgewohnheit flüchten wollt, dann ist es fatal. Läuft nämlich, glaube ich, sehr aus dem Ruder momentan. Meine Freundin hat zum Glück quasi früh den Stoppknopf gedrückt und möchte sich davon einfach nicht beeinflussen lassen. Ja, und irgendwie spricht man darüber, glaube ich, auch einfach nicht so gerne oder beziehungsweise gibt es nicht so gern zu, dass man einfach eben ja, in dieser Situation steckt, in der man dabei ist, ja, sein altes Ich quasi abzulegen und das Neue, was einem die ganze Zeit vorgespielt wird, was ihr aber auch überlegen müsst, deren Beruf ist. Das haben wir auch besprochen. Es ist halt einfach wirklich so, du kannst nicht so aussehen wie ein Fitness-Influencer, wenn du nicht 24/7 dafür lebst. Und das ist einfach unfassbar unrealistisch und es wird halt einfach nicht gesagt. Und man wird komplett naiv stehen gelassen. Und das ist halt not cool, wirklich. Deswegen hoffe ich sehr, dass euch dieses Video in irgendeinem Sinne helfen kann. Ich hatte sowieso mal wieder richtig Bock auf einen Donut. Eigentlich sogar eher wieder auf einen Schokodonut, to be honest. Aber die hat nur diesen Regenbogen-Donut. Ich will mich nicht beschweren. Es schmeckt schon lecker. Nur verpassen tut ihr da jetzt nichts. Also, wer langweilige Donuts mag, allgemein ein riesen Donut-Fan ist, dann kauft ihn. Aber ansonsten spart lieber euer Geld und kauft euch bei Aldi die Donuts für 30 Cent. Ich finde an Donuts immer so kacke, dass man die in 2 Sekunden gegessen hat. Naja, widmen wir uns mal dem... Ich liebe Apfelkuchen, wirklich. Also da sind auch... Oh geil, da sind Mandelsplitter oben drauf, Zimt. So lieben wir das. Ich habe nur leider keine Gabel mitgenommen. Auch nicht dran gedacht, mir jetzt eine mitzunehmen. Wir sind das pragmatische Bauernvolk. Wir essen das mit der Hand. Fuck! Ist das lecker. Mmh. Oh mein Gott! Mega, mega lecker. Mmh. Und auch mega cool, dass er dazu vegan ist. Und der ist auch so schön kühl. Mmh, love it. Probiert den, please. Wenn ihr mal bei McDonald's seid und mal keinen Bock auf eine McFlurry habt, oh, ich habe heute so Bock auf eine McFlurry. Wie kommen wir nochmal her? Mmh, dann holt euch den Kuchen. Mmh. Getränk habe ich jetzt keins genommen, weil ich keinen Kaffee mag. Ein O-Saft für 2,50 Euro. In dem, glaube ich, 200 Milliliter drin sind, war ich dann auch zu geizig für und eine Cola um 10:30. Wir müssen es ja nicht übertreiben, ne? Dann. Das ging schnell. Definitiv geil. Es war wirklich lecker. Es war wirklich, wirklich lecker. Geil. Ist auch gut, dass wir so ein leichtes Frühstück hatten, weil wir heute noch einiges vor uns haben zu essen. Von daher bin ich great damit. Holt euch den Apfelkuchen, Freunde. It's eine 15 von 10. Ich schwöre auch drauf. Also, wenn es euch nicht schmeckt, könnt ihr euch gerne bei mir beschweren. Fahr jetzt heim. See you zum Lunch. Hi again. Ich habe mich jetzt mal ansatzweise fertig gemacht, einfach ein bisschen geschminkt und mal was ordentlicheres angezogen hier. Jedenfalls nur, was der Oberkörper angeht. Untenrum bin ich trotzdem noch gekleidet wie ein Schlunz, aber das soll uns jetzt nicht interessieren. Wir sind gerade bei Burger King, weil wir jetzt Mittag essen werden. Ich freue mich. Übrigens hat auch ein Autowechsel stattgefunden. Meine Mama hat ihr Auto jetzt gebraucht, deswegen durfte ich netterweise Arnes ausleihen. Ist das nicht nett? Freue mich sehr. Wir fahren jetzt in den... Ist es der King Drive? Weiß ich nicht, ist aber auch egal. Ich freue mich a lot, gleich Burger zu essen, weil Burger King da wirklich die größte Auswahl hat. Ich habe da schon mal mit euch gegessen in einem Vlog, aber alle guten Dinge sind sogar 3. Also einen habe ich noch. Ich fahre jetzt erstmal los und see you with the food. Zwischen 9 Kilometer Stau aufgrund der Brückenarbeiten. Dankeschön. Tschüss. Guten Tag.
Gleichfalls. Got it. Okay, sehr gut. Neben mir sitzt keiner. Letztes Mal war da wirklich eine Frau neben mir im Auto und hat mich die ganze Zeit beobachtet. Und es war so unangenehm, wirklich. So, da schauen wir mal. Ich habe halt wirklich fast die identischen Sachen bestellt, die ich mir schon letztes Mal beim Burger King bestellt habe. Es tut mir leid, aber es hat so lecker geschmeckt. Einen Veggie Cheese King, der war so lecker. Das ist quasi mit so einer Gemüsebulette. Ich mag nämlich tatsächlich nicht diese Fake Beef Buletten. Wisst ihr, was ich meine? Was heißt Fake, ne? Aber doch, Fake. Die mag ich halt einfach nicht so gerne. Deswegen, ja, aus Gemüse. Dann den besten Burger aller Zeiten, den Plant-Based Nugget Burger. Also ich fand schon damals die Nugget Burger mit dem echten Fleisch schon hammerlecker, aber der ist wirklich, wenn nicht sogar ein Ticken besser als den, den ich früher mal gegessen habe mit Fleisch. Dann, gut, die Sachen sind hier noch für meinen Bruder. Dann, oh, kommt er mal raus. Wieso kommt das nicht raus? Plant-Based Nuggets. Und zwar 6 Stück, wie sie es gehört, keine 4. Am meisten Bock habe ich gerade auf ein Nugget. Boah, wirklich. Also als ich das letztens im Happy Meal hatte, als ich Kinderportionen gegessen hatte, oh, war das so geil. Mmh. Noch richtig heiß. Ich merke schon, ich werde gleich so schwitzen. Wenn ihr noch nie Plant-Based Nuggets gegessen habt, ich glaube, es ist zu laut, ha? Wenn ihr die echt noch nie gegessen habt, tut es. Mega, mega lecker. Ich glaube, ich mache mal weiter mit einem Burger, denn ich finde es nicht so schlimm, Nuggets kalt zu essen. Aber ich finde es schlimm, wenn die Burger langsam kalt werden. Das geht halt wirklich gar nicht. Dafür war er auch zu teuer. Ich weiß gar nicht, was ich gezahlt habe. Na, ich will es gar nicht wissen. Boah. Der ist so gut. 9 von 10. Der Nugget Burger ist eine 10 von 10. Richtig lecker. Und ich war ja auch noch vor einem Jahr, das habe ich auch jetzt mit einer Freundin drüber gesprochen, da habe ich ja auch noch Fleisch gegessen. Und deswegen kann ich wirklich ja noch ansatzweise gut sagen, wie identisch das quasi zu Fleisch schmeckt oder halt nicht. Ich bin auch mal voll gespannt. Irgendwann, glaube ich, hat man da ja gar kein Empfinden mehr, inwiefern etwas nach Fleisch schmeckt oder nicht, oder? Wenn man das so lange nicht mehr gegessen hat. Aber noch kann ich es beurteilen. Und der schmeckt halt wirklich, finde ich, wie ein normaler Burger. Also ich würde überhaupt nicht merken, durch dieses Crunch, dass das jetzt kein Fleisch ist. Weil irgendwie so von der Konsistenz her geil. Und von der Soße, die macht ja eh das meiste aus. Schmeckt ja auch wie ein normaler Burger. Boah, jetzt sind da wirklich wieder Jungs neben mir. Ich kotze. Noch schlimmer eigentlich als die Mutter, weil die mich noch mehr angaffen. Oh Mann, ich mag sowas gar nicht. Auch die Soße. Ich weiß nicht, wie die machen. Hammer, hammer geil. Mir wird's wieder warm. Schreibt mir mal gerne an der Stelle, wie oft ihr Fastfood-Ketten besucht. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten da echt nur noch super selten hingehen. Ich muss selbst sagen, ich gehe auch nicht oft hin. Ihr seht es ja in meinen Food Diaries, aber einfach nicht aus dem Grund, weil ich kein Fastfood mehr essen möchte, sondern weil mir einfach dieses selbst kreieren und selbst zu Hause machen besser schmeckt. Also ich mache mir lieber zu Hause einen fetten Burger, als dass ich ihn mir für teuer Geld in kleiner und... Gut, die Soße ist schon geil, ne? Ich wüsste jetzt nicht, ob ich den genauso gut hinkriege, aber... Ne, ihr versteht meinen Punkt, irgendwie mag ich es halt lieber, Burger zu Hause zu machen und man hat einfach mehr für sein Geld und es schmeckt auch meistens einfach besser und es macht auch Spaß und deswegen, ja, früher als Kind war ich halt mega faul, deswegen habe ich mich halt gefreut, keine Ahnung, 2 Mal im Monat zu Mc's oder Burger King zu gehen. Also es liegt quasi in dem Sinne weniger am Fastfood selbst, sondern einfach, ja, weil mir selbst gemacht es einfach besser schmeckt. Der ist so wahnsinnig lecker. Mmh. It's the Chicken Nugget Burger for me now. Freue ich mich voll. Also wirklich, der ist mit Abstand. Ups. Ja, also ich versau schon ganz gerne Arnes Auto. Ich bin wirklich auch überrascht, dass es mir immer noch
jedes Mal wieder gibt. Aber ich habe noch keinen Unfall damit gebaut. Ich mache es halt nur ab und zu echt dreckig. Ich habe einmal aus Versehen hier schon Hirse ausgekippt. Das sind ja wirklich so kleine Minikörner. Und die habe ich hier einfach komplett auf dem Beifahrersitz ausgekippt aus Versehen. Und selbst da ist er kaum ausgerastet. Jedenfalls, was ich damit sagen wollte, ich bin sehr überrascht, positiv, dass es mir immer noch anvertraut. Halleluja! Was habe ich gesagt? Eine 10 von 10? Ich glaube, ich habe gerade gespuckt. Es ist eine 20 von 10. Es ist eine 40 von 10. Ich weiß es nicht. Egal, was es ist. Es ist überdurchschnittlich geil. Die Kombi aus Mayo und Curry Ketchup. Da würde ich mir eigentlich so denken, ihr geht um Bur, aber es schmeckt so geil zusammen. Hammer. Ich muss euch wirklich sagen, es hat echt einen Vibe, alleine im Auto Fastfood zu essen und dabei einfach die Gegend zu beobachten. Wirklich, also ich mag keinen Scherz, ich finde das gerade richtig geil irgendwie. Andere lesen Buch, mache ich auch sehr gerne. Und wir entspannen dabei und ich entspanne bei Fastfood im heißen Auto. Tut mir einen Gefallen und probiert diesen Nugget Burger. It's all done. Beziehungsweise zwei Nuggets habe ich noch. Aber glaubt es mir oder glaubt es mir nicht, ich bin echt satt. Also, eine Nacht passt noch rein. Ich bin echt satt. Als wären wir nicht schon heute Morgen hier gewesen, habe ich mir jetzt nochmal beim McDonald's einen McFlurry geholt. Ist es, glaube ich, ja. Mit Schokosoße. Oh mein Gott, ist das Auto staubig. Und Pickup-Stückchen. Eigentlich wollte ich Pickup mit dieser geilen Waldbeersoße oder was das ist. Das schmeckt wirklich so lecker. Das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Pickup mit Waldbeersoße. It's delicious, kann ich euch sagen. Aber ja, jetzt habe ich halt Schokosoße genommen. Das war gerade auch wieder so eine Impulsentscheidung. Ich hasse das immer, wenn man dann sagt, nee, haben wir nicht. Dann bin ich immer so, scheiße, was soll ich sonst nehmen? Aber ich glaube, dass ich damit jetzt nichts falsch gemacht habe. Oh mein Gott. Was eine Perspektive. Die Lichtverhältnisse sind so kacke. Es tut mir gerade voll leid. So. Jetzt ist besser. Mir ist so unglaublich heiß in diesem Pullover. Also hin oder her, aber ein McFlurry muss ab und zu einfach sein. Das ist so unfassbar lecker. Ich habe wirklich kein Glück. Schon wieder. Neben mir hat sich doch jetzt gerade eine Mami und ihre Tochter gestellt und die essen auch im Auto. Es gibt so viele freie Parkplätze. Wenn ihr dieses Video seht, sind der Arne und ich gerade auf dem Weg, oder wir sind schon da, wir sind in Brüssel und machen da quasi einen Kurzurlaub. Vorausgesetzt, dass halt Belgien kein ja, Risikogebiet wird bis dahin oder komplett schlechtes Wetter sein soll, dann ist der Trip dafür halt einfach zu teuer. Wir können zum Glück noch einen Tag vorher stornieren. Fingers crossed, weil im September macht er dann 4 Wochen Praktikum in der Kanzlei. Ich weiß gerade gar nicht wo, aber er muss halt eins machen. Und dann beginnt ja eigentlich schon wieder Mitte Oktober die Uni. Deswegen dachten wir, jetzt oder nie, gehen wir noch mal ein paar Tage nach Brüssel. Freue ich mich voll drauf. Wollte ich euch nur kurz erzählen und auch updaten. Höchstwahrscheinlich kommt auch ein Vlog. Habe ich mega Bock drauf. Erstens für die Erinnerung. Und zweitens, weil ich Bock habe, euch mitzunehmen. Ganz einfach. Dann, wir sehen uns heute Abend zu unserem letzten Fastfood-Spot. Ich freue mich schon. Eigentlich wirklich mein liebster Fastfood-Laden. Könnt ihr mal raten. Aber ihr seht es jetzt eklig in den nächsten 2 Sekunden. Freunde, ihr habt doch wirklich nicht gedacht, ich esse heute nichts von Subway, oder? Die beste Fastfood-Kette alive.
Ich habe gerade ein bisschen Angst, an alle, die neu sind. Ich esse nicht jeden Tag so, gell? Let me show you. Ich war eben einkaufen. Ich esse auch Gemüse und Obst auch. So ist nicht. Und eine Plastic Queen bin ich dazu auch noch. Aber ja, ich freue mich jetzt sehr auf meinen Sub. Ich drive jetzt schnell nach Hause, weil ich ordentlich wieder am Tisch essen will mit euch. Genau, ich beeile mich. Freue mich sehr. Party! Okay, let me show it to you. Ich habe mir ein Cheese Oregano Brot bestellt. 30 cm mit veganem Chicken Teriyaki. Bestes ja, Fleisch, was man haben kann. Dann Salat, Mais, Tomate, Jalapenos, Zwiebeln und Sweet Onion Soße. Mhm. Ich muss sagen, diese Dinge haben ihren Preis. Ich habe dafür 10 Euro geblecht. Aber ich sag euch, da ist es mir wirklich egal. Ich finde es so lecker. Einfach nur heaven, gell? Hab schon wieder hier einen Fan. Aber ich verstehe sie. Ich weiß, dass das lecker ist. Tut mir ein bisschen leid. Dafür war es aber zu teuer, dass wir das teilen. Ich sehe leicht fertig aus. Ich habe es tatsächlich noch auf die Kette bekommen. Da soll mal jemand sagen, man ist nach Fastfood träge. Mein Po trainiert. Und es war gar nicht so scheiße. Ich habe zwar auch nur Übungen im Liegen gemacht, aber alles geht da jetzt in den Po, da bin ich mir ganz sicher. Ich bin ja immer noch beim ersten Sub. Und ich werde langsam satt. Ich werde aber nicht heiß, kriege auch kein Fieber. Crazy, das ist auch ein Mythos. Ich werde von Fast Food satt, weil man ja immer sagt, es macht auch Heißhunger. Nee, ich war schon gut bedient, muss ich sagen. Also, allein, dass ich jetzt schon fast satt bin. I doubt it. Wir haben heute schon Oberteil Nummer 3 an. Normalerweise habe ich meine Oberteile 4 Tage am Stück an und nicht Gesundheit was. Und nicht 3 Oberteile am Tag. Aber ich habe jetzt so einen Chiller-Pulli gebraucht. Oh, fühle ich einfach gerade. Da habe ich mir was vorgenommen. Also ich sag euch, das wird aber noch gegessen. Das zweite. Der Tag ist ja noch lang. Wir haben gerade mal 9. Und ich bin immer so ein Kandidat, der gerne noch mal einen Halbzeithunger hat. Ob das jetzt gut ist, kurz vorm Schlafen gehen, so viel zu essen. Nehmt euch da kein Beispiel an mir, aber mein Magen ist ja zum Glück gar nicht so empfindlich. Der kommt da eigentlich relativ gut mit klar. Ich kann trotzdem schlafen wie ein Stein. Ich empfehle es euch trotzdem nicht. Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Ich bin echt ein Weichei. Ich packe echt gerade nicht diese andere Subhälfte. Over and out, Freunde. Over and out. Aber für den Cookies immer Platz. Ich habe mir... Oh, der schmilzt ja schon voll. Ich habe mir hier einmal den... Mausi? Das sind keine Manieren. Was haben wir dir beigebracht? Mausi! Mausi, gehst du bitte runter? Du kriegst später Leckerli. Mausi, gehst du bitte runter? Mausi! Ich habe mir hier einen Chocolate Chip Cookie. Also den ganz klassischen, wie man ihn kennt. Der Rainbow, den mag ich richtig gerne. Der war ausverkauft. Und es gab nur noch diesen Himbeer-Cheesecake, den fand ich aber nicht so nice. Also habe ich mich einfach für den klassischen Cookie entschieden. Mhm. Wer Subway ohne Cookie verlässt, dem ist die Sicherung durchgebrannt. Mmh. Die sind so chewy. Ich lieb's. Oh, ich liebe das, wenn das noch so... Wisst ihr, so ein bisschen roh schmeckt? Aber sind sie ja nicht. Geil. Ich gebe euch ein Update, falls ich heute noch den Sub packe. Aber Cookies aufgegessen. Das war's mit dem Video. Mehr gibt es halt nicht mehr zu futtern. War aber eine Menge. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Mir hat es auf jeden Fall lot Spaß gemacht. Es war lecker und es war auf jeden Fall wieder mega schön, mit euch den ganzen Tag zu quatschen. Ich hoffe auch inständig wirklich, dass euch dieses Video auch geholfen hat und ja, ihr vielleicht Lust auf was Fastfood-mäßiges habt. Wie gesagt, wir verdienen alles. Wir können uns jegliches
reinziehen, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, wenn es alles in Balance bleibt. Ich wünsche euch jetzt eine schöne kommende Woche, noch einen schönen Sonntagabend, genießt ihn. Und dann sehen wir uns auf Dienstag zu einem Video wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao! Told you so. Ich hab's noch aufgegessen. Wir haben jetzt kurz vor 12. Und ich habe noch mal Hunger bekommen. Ich glaube, man sieht's auch.